Hallo und Privet aus Kaliningrad. Mein Name ist Uwe Niemeyer. In Russland auch kurz Edichewitsch. Ich bin Deutscher. Ostdeutscher. Seit dem 95. Jahr des vorigen Jahrhunderts lebe und arbeite ich in Kaliningrad. Und ich habe eine Meinung mit russischem Akzent. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Noch ein Europäer will die russische Staatsbürgerschaft. Im Rahmen einer Videobrücke, die am Freitag der vergangenen Woche stattfand, bat ein Italiener den russischen Präsidenten in aller Öffentlichkeit um die russische Staatsbürgerschaft. Präsident Putin hörte ihm aufmerksam zu. Ob der Italiener seinen Wunsch richtig verpackt hat, bleibt der subjektiven Beurteilung meiner Zuschauer überlassen. Vielleicht ein paar Worte zur Vorgeschichte. Im Januar 2013 erhielt der französische Schauspieler Gérard Depardieu vom russischen Präsidenten Putin die russische Staatsbürgerschaft. Neben der Vergabe der russischen Staatsbürgerschaft im normal und vereinfachten Verfahren hat der russische Präsident entsprechend dem Gesetz über die russische Staatsbürgerschaft die Möglichkeit, Ausländern, die besondere Verdienste um das Land haben, die Staatsbürgerschaft ehrenhalber zu verleihen. Dies ist in diesem Fall geschehen. Erregte damals international viel Aufmerksamkeit, da Frankreich plante, die Besteuerung seiner Bürger radikal zu verändern. Und der französische, gut genährte Schauspieler und Weinkenner erhielt die Möglichkeit, durch eine zweite Staatsbürgerschaft das Gesetz zur Doppelbesteuerung für sich zu nutzen. Da Russland, was viele leider nicht wissen, ein reines Steuerparadies ist, zahlt der französische Schauspieler jetzt höchstens 13% Steuern auf seine Einnahmen. Oder wenn er eine entsprechende Rechtsform für seine Firma gewählt hat, vielleicht sogar nur 6%. Es gab Stimmen in der damaligen Gesellschaft, die die Vergabe nicht begrüßten. Die Staatsbürgerschaft eines Landes ist eine heilige Sache. Und Ausländern sollte die Staatsbürgerschaft, egal um welches Land es sich handelt, durch Sonderrechte des Präsidenten nur dann vergeben werden, wenn diese Person sich wirklich Verdienste um das Land erworben hat. Persönlich habe ich damals nicht gesehen, welche Verdienste Gérard Depardieu um Russland hat und sehe sie auch heute noch nicht. Ich selber brauchte 5 Jahre, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Auch bei mir gab es Hürden, die ich nicht nehmen konnte, trotz 30-jährigem Aufenthalt im Land, trotzdem ich hier studiert hatte, trotzdem ich über die Hälfte meines Arbeitslebens Steuern in Russland bezahle. Erst mit dem neuen Staatsbürgerschaftsgesetz, welches Mitte 2020 in Kraft trat, wurden die Wege geebnet. Wurden die Hindernisse beseitigt, die bis dato dem Erhalt der Staatsbürgerschaft für mich im Wege standen. Ich habe im Verlaufe des Antragsverfahrens ein Treffen mit der Leiterin der Migrationsbehörde in Kaliningrad gehabt. Ein Treffen mit dem Leiter der Innenverwaltung des Kaliningrader Gebietes. Habe mich an den Kaliningrader Gouverneur mit Bitte um Hilfe gewandt. 2-mal an den russischen Innenminister und 3-mal an den russischen Präsidenten geschrieben. Tröstend für mich ist die Vermutung, dass mein umfangreicher Schrift- und Videoverkehr mit all diesen Personen vielleicht Eingang in das neue Staatsbürgerschaftsgesetz gefunden hat.
Denn alles, was ich an hinderlichen Momenten genannt hatte, ist im neuen Gesetz nun nicht mehr vorhanden. Aber ich schweife vom eigentlichen Thema ab. Es ging ja darum, dass ein Italiener dem russischen Präsidenten mitteilte, dass er keinen sehnlicheren Wunsch hat, als russischer Staatsbürger zu werden. Schauen wir kurz in die Aufzeichnung der Videobrücke. Господин Президент, я не француз, я не актер, я простой итальянский преподаватель. Так сильно мечтаю стать гражданином России. Это тонкий намек. Всем с днем волонтера. Тоньше не бывает. Der junge, lockere Italiener, natürlich mit italienischen Emotionen, erinnerte in seinen Worten den russischen Präsidenten an den Vorgang mit dem französischen Schauspieler Gérard Depardieu. Ich persönlich hätte eine andere Einleitung gewählt, denn es ist logisch, dass weder der italienische Lehrer noch ich irgendwelche besonderen Verdienste um den russischen Staat haben. Uns beiden bleibt nur, auf der Grundlage des ganz gewöhnlichen Gesetzes die Staatsbürgerschaft zu beantragen und nach dem ganz normalen Verfahren diese auch zu erhalten. Trotzdem der Italiener in lockerer, flockiger Weise seinen Wunsch vorgetragen hat, war ich zwar von seinem Auftritt begeistert oder beeindruckt, aber mit ein paar Runzeln auf meiner Stirn. Ich hätte das Beispiel des französischen Schauspielers nicht einfließen lassen. Und der Italiener beendete seine Information mit den Worten, dies nur als kleiner Hinweis. Die Antwort des Präsidenten Putin fiel dann auch entsprechend aus. Wir wissen ja, dass Putin schlagfertig ist und er häufig nicht sehr viele Worte braucht, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Hinweise sind niemals klein. So Wladimir Wladimirovich. Und der Italiener quittierte diesen kleinen Hinweis Putins mit einem Lächeln. Er hatte wohl auch verstanden. Auf irgendeine Einflussnahme durch den russischen Präsidenten braucht weder der Italiener noch irgendein anderer Ausländer zu hoffen. Denn auch der russische Präsident erfüllt die Gesetze seines Landes, die er selber unterzeichnet hat. Und die Nutzung von Sonderrechten des Präsidenten für die Vergabe der russischen Staatsbürgerschaft sollte eine absolute Ausnahme sein, die durch die russische Gesellschaft auch einstimmig mit Begeisterung begrüßt wird. Somit wird der Italiener den Weg gehen müssen, wie wir ihn alle gegangen sind. Visum ein Jahr. Zeitweiliges Wohnrecht mindestens ein Jahr. Aufenthaltsgenehmigung mindestens 5 Jahre. Beantragung der Staatsbürgerschaft mindestens ein Jahr. Dies erfordert im günstigsten Fall einen Zeitaufwand von insgesamt 7 Jahren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.